Hey Leute, hier der Max und heute gibt's ein kleines Gastcommentary auf Javelin Brothers. Ja, der JB hat ein Gastcommentary von mir angenommen, also die Anfrage, und ich habe mich sehr gefreut, weil ich nicht damit gerechnet hätte, aber cool, dass ich jetzt eins machen darf und ich freue mich echt mega darüber. Das erste wurde zwar abgelehnt, weil es nicht so ganz das war, was er sich vorgestellt hatte. Aber natürlich kann ich auch anders, also habe ich mich direkt dran gesetzt und hier das zweite produziert. Und mal gucken, ob er das annimmt. Wenn ja, dann werdet ihr dieses Commentary hier auf jeden Fall auf Javelin Brothers sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Commentary. Und zwar geht es heute um PC und Internet, wie sich das Leben für Kinder dadurch verändert, sozusagen. Computer, der neue Fußball oder sowas. Auf jeden Fall möchte ich heute über die Nachteile reden. Ganz klar gibt es auch Nachteile, wenn Jugendliche mit Computern aufwachsen. Aber natürlich auch über die Vorteile. Und ja, Vorteile ganz einfach, wenn man irgendwie Kontakt mit seinen Kumpels haben oder so möchte und es mal draußen irgendwie Scheißwetter ist oder im Winter man einfach keinen Bock hat rauszugehen, dann chillt man sich an seine Xbox oder geht halt an den Rechner oder halt an die PS3 oder die Wii, ich weiß nicht, ob es auf der Wii irgend so ein Teamspeak-Dingens gibt oder so. Auf jeden Fall chillt man sich daneben und sagt einfach, ja, komm, lass mal heute kurz zocken, und dann suchtet man eine Runde und mit seinen Kollegen, und dann hat man einen netten Tag gehabt, richtig gediegen, und ja, was soll man da denn anders machen? Und ja, das ist natürlich ein Vorteil. Mein Nachteil ist natürlich ganz klar Sucht. Und zwar geht jetzt nicht so eine große Sucht von COD oder so aus, aber so von WoW gibt es schon ein kleines Suchtpotenzial. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber auf jeden Fall fährt hier gerade ein Krankenwagen vorbei. Ich hoffe, man hört es nicht. Wieso höre ich das? Ich meine, what the fuck? Ich sitze, also mein Fenster geht zum Garten, und das heißt, es muss so laut sein, dass es bis zur Hauptstraße irgendwie so reicht. Bisschen krass. Aber naja, egal. Ganz klar Nachteil, Suchtfaktor. Wenn die Leute nämlich suchten den ganzen Tag, dann verkacken sie in der Schule oder verkacken die Arbeit oder sonst irgendwas. Das ist natürlich weniger gut, um nicht zu sagen scheiße, aber besser als, keine Ahnung, besser als drogenabhängig. Aber natürlich ist Sucht in egal welcher Form schlecht, und das ist ganz klar ein Nachteil von Computerspiele in der Jugend. Natürlich können auch Erwachsene süchtig werden, aber ich möchte heute erstmal so darauf eingehen, wie sich das Leben für die Leute verändert, wenn sie mit Computer aufwachsen. Ganz klar ist natürlich auch das Internet, also ich meine Social Networking und Social Networking und ich weiß nicht, was YouTube ist, Broadcast Yourself, keine Ahnung. Dadurch verändert sich das Leben ja auch für die, die hocken mehr vorm PC und gucken sich YouTube-Videos an oder andere Seiten mit You vorne dran. Und oder sitzen bei Facebook und chillen ihr Leben halt und schreiben mit Leuten. Das ist natürlich, denke ich mal, so, ja, Vorteil würde ich schon sagen, dass man so ein bisschen mehr gediegen zu Hause machen kann, mal da, Facebook, mal hier, YouTube, klar, hat man was zu gucken, ist man nicht auf ASI-TV angewiesen, muss man kein RTL schauen, aber ist ja okay so, und ich meine, RTL verdient ja auch nur ihr Geld, sein Geld, ich weiß nicht, die Firma verdient auch nur ihr Geld, und ja, natürlich, schon geil so, aber YouTube besser als Fernsehen. Aber das ist ja nicht mein Thema heute, sondern Vorteile und Nachteile von Computerspiele und dem Wachstum davon. Das habe ich ja schon dreimal gesagt, aber shit off! Auf jeden Fall kommt jetzt wieder ein Nachteil, wenn man mit Computerspielen aufwächst, und zwar, dass man fetter wird. Klar, wenn du früher mehr draußen warst, du hast dich bewegt, hast gespielt und deinen Kollegen so gespielt. Dann, aber du hast halt Fußball gespielt oder warst einfach draußen, mit denen hast du abgegangen, weil es gab früher nichts anderes, und
war ja eigentlich ganz gediegen so, ne? Aber wenn du heute vor einem PC sitzt und dich weniger bewegst, vielleicht so wie ich nur in der Schule Sport machst und dann den ganzen Tag nur vom PC hockst, dann ja, kann es ganz schnell so sein, dass du fetter wirst, so wie ich. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen fetter geworden. Okay, jetzt nicht so eine Tonne, aber ein bisschen Übergewicht habe ich schon. Und klar, ganz klar Nachteil, aber selber schuld. Soll mal mehr rausgehen, was mit Kollegen machen. Dann läuft das auch schon. Oder ein bisschen Sport machen oder so. Ich muss jetzt auch so ein bisschen gucken, ein bisschen Sport machen. Ja, mal schauen. Ja, aber ganz klar Nachteil, man wird fetter und aus fetten Kindern werden fette Erwachsene und aus fetten Erwachsenen werden fette Rentner und aus fetten Rentnern werden sowas wie Leute bei RTL. Ja, ein Teufelskreis. Aber naja, egal, jetzt schon wieder ein Vorteil, was Computerspiele in der Jugend so verbessern können. Ja, das Einzige, was mir noch einfällt, was sich irgendwie positiv auswirkt, wenn man in der Jugend irgendwie zockt oder so, ist, dass man einfach, keine Ahnung, ja, einfach Spaß hat, so. Es ist eine neue Art von Medien, es ist eine neue Art, ein neues Spiel sozusagen, neue Art Spaß zu haben und ganz klar auch in Korea, Japan offiziell angesehener Sport mit Veranstaltungen und sowas und das ist ein ganz klarer Vorteil, wenn man damit in der Jugend anfängt, genauso wie wenn man Fußball spielt, wenn man klein ist, dann hat man es später nicht mehr so schwer, wenn man irgendwie später irgendwo einsteigt. Das ist auch mit dem Zocken, wenn man früher anfängt, so ich, wenn ich die ganzen Kiddies so sehe, so ja 8-9 Jahre oder so, die jetzt rumflamen und voll scheiße sind, dann überlegst so, ja, wie sind die denn drauf, wenn die 15 sind, das sind doch die übelsten Suchtkinder. Ja, und das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Skill bekommt. Und ja, das Gameplay ist auch schon fast zu Ende. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch viel Spaß auf Javelin Brothers und vielleicht habt ihr auch mal Bock, bei mir vorbeizuschauen. Euer Max und der Endscore ist, soweit ich weiß, ein 43 irgendwas oder so, aber wir gucken nochmal nach, gleich ist die Runde ja vorbei. Auf jeden Fall gewinnen sie und ja, das war schade. So, 10.000 zu 8.200 und hatten sauberen Score, 44 zu 5. Ich verabschiede mich von euch. Haut rein, Leute. Tschüss.